Okay, wir heilen uns einfach mal ein Stück. So. Alles klar. Aber diesmal nice. Nach vorne, aber diesmal geil fett nach vorne. Oh, Alter, voll. Okay, wenn sobald der. Ich habe einen Plan, wie wir fix runterkommen. Au. Oh. So, wir können. Ja, eigentlich auch darunter, wo der Ball ist, und dann da unten ist nochmal so ein Wassergebiet, oder wir gehen da hoch, um den Kampf zu machen. Ich weiß nicht, was willst du machen? Ich will erstmal runter zum Ball. Ja, okay, dann müssen wir hier nochmal hoch. Vorsicht! Ja. Oh, sie hat uns den Weg auf der anderen Seite geöffnet. Ah, alles klar. Gracias. Wir haben wieder einen Spucker. Turn back. Schön. Oder vielleicht sind wir auch hier gleich beim Gegner, beim Endgegner, ich weiß es nicht. Da wäre auf jeden Fall auch ein Weg, glaube ich, zum Endgegner gewesen. Atmen. Okay, ab dafür. Bist du links rum oder rechts rum? Kannst rechts rum. Ich war links, da war nichts. Da ist nichts. Aua. Ah, ist doch nicht so schlau. Ja, manchmal kann man den echt schlecht ausweichen. Da ist eine Kiste. Ah, Seeds und nix. Au. Das sagt eigentlich... ich wollte gerade sagen, was sagt eigentlich der Sauerstoff, aber wir haben ja... Atmungspack für die Ewigkeit. Jetzt auch im Einzelhandel. Oh, hier, hier. Ich weiß, den Tentakelmonster Fetischismusbilder, das hätte ich gerne für. Oh, jetzt war ich gerade leck crank. Mhm. Okay, hier ist ein Schalter, den wir aktivieren. Ich glaube, der wird uns richtig wegfisten. Oh, wir müssen aufpassen. Vorsichtig, vorsichtig, vorsichtig. Oh ja. Läuft's bei dir? Nein. Bei mir auch nicht. Oh shit, Mann. Pass auf, hau lieber ab. Ja, ist der Plan. Aua. Okay, einer ist down. Okay, beeil dich, ich bin auch gleich down. Alles gleich. Beeil dich, schneller. Ah, Mann, warum? Okay. Ah, geil, wir können die auch aus dem Wasser attackieren, die kommen nicht runter. Nice. Okay, das wird der einfachste Bosskampf. Oh, doch, er kommt runter. Der miese Sack blockt doch noch. Nice, den hätten wir auch noch. Den Skullfutzen habe ich vorhin schon niedergeknüppelt mit meiner Waffe, die mich in der Schoss. Nice, aber seine Maske ist fett gewesen. Ja. Shit. Ja. Oh, hier ist noch mehr. Halt. Das waren nur ein paar Seeds. Okay. Hier ist noch mehr. Können wir hier das Ding aktivieren? Achso, damit teleportieren wir uns zurück, pass auf. Alter, hier ist gerade die Alte lang gelaufen. Mhm. Oh, Alter, hier hinten ist noch mehr zu tun. Hier oben ist ein Rückenteil. Nice. Alles klar. Halt, ich habe die Truhe nicht angeguckt. Ah, ein bisschen Toilet Paper. So. Ist klar, das Rückenteil hast du dir gesaved. Mhm. Sehr gut. Das hier hinten war nichts mehr, ne? Nee, weiß ich nicht. Ich muss ja noch gucken. Ich habe da noch nicht alles angeguckt.
Ich hatte einen Typen getötet und dann wollte ich irgendwie auf die warten. Okay, wir müssen auch irgendwo ein Artefakt finden. Ich glaube, wir müssen hier runter. Oh, hier kommt erst der Endgegner. Und was war das andere? Das war ein Speicherpunkt. Warte mal, hat es uns hier gespeichert? Muss man das aktivieren? Nee, das hat uns gespeichert. Ja, jetzt, das ist der Endgegner für Spinne. Och, nö. Fand ich aber besser, war eine lange Zeit, war das Ding einfach nur... Komm reich. Lange Zeit war das Ding... Ah, hier ist sie. Pass auf, hier, glaube ich, könnte sich das öffnen. This much bigger last you pray, finally a proper challenge. Schnauze. Ich hoffe, es ist hier... Okay, ich so dünn. Oh. Oh, sie macht mit. Mhm. Ja. Auf seinen nackten Arsch, Alter. Ach, schade, ich bin, glaube ich... Was? Nein, ah! Ich bin gerade aus dem Spiel raus, kurz. Echt? Warum das denn? Ich habe keine Ahnung. Komplett oder nur Windows-mäßig? Nur bildschirmtechnisch. Die Mucke ist voll geil. Vorsicht, der kommt runter. Ja. Ja, rauf auf ihn. Oh, fuck it. Oh, fuck it. Nice. Friss Scheiße. Ich frag mich, ob ich ihn freezen kann. Nein, kann ich nicht. Das blockt der eiskalt, ey. Das... Okay. Aua. Vorsicht. Aua. Ja. Gib ihm den Rest. Dich hol ich mir. Ja, er ist tot. Nice. Nice. Gab's irgendwelchen geilen Scheiß? Kommt wahrscheinlich gleich, aber erstmal wollte ich mich hier umgucken. Da komme ich nicht mehr rauf, wenn du einmal runtergefallen bist. Doch, komme. Ich wollte das nicht hier noch, das letzte noch einmal. Bin gleich bei dir. Schön. Du hast den Endgegner First Try gemacht und dann Sock Madness Style. Yep. Sich selbst einfach mal bam, Knockout. War das Spiel zu lasch? Ah ja, das nervt einfach. Spielst du Starbound im Window-Mode? Nein. Okay, dann ist merkwürdig, warum du einfach raus bist. Ja, yep. Finde ich auch. Okay, nice. Aber hier scheint nichts zu sein. Nee, das kommt hier oben. Ah. Da unten habe ich alles abgesucht. Wir wissen, was wir für eine Waffe kriegen. Vielleicht gar keine. Oder irgendwas Cooles. Nice. Ja. Key recovered. Alles klar. Naru has joined. Ja. Schön. Mach weg. Gib es mir. Futz. Dafür habe ich den Dora-Stil. Und den Diamanten. Was ist der Dora-Stil? Das wirst du nur, wenn man Leiche erfahren. Aber hier gab es offenbar keine coole Waffe. Oder irgendwas anderes. Nö, ich wollte hier noch mal ein bisschen gucken, ob hier noch was ist, aber ich glaube nicht. Schade. Ich glaube nicht. Nee, da sind nur Stacheln. Ja. Schade. Sehr, sehr cool. Auf jeden Fall. Kann man machen. Oh.
Predator, Predator, Brunnen. Predator. Hau rein. Tschüss, Lord. War doch sehr erfolgreich, auch wenn du einfach auf Take All gegangen bist, was ich jedes Mal vergesse. Ich gehe Esther besuchen. Aber du bist trotzdem ziemlich schnell dafür. Was? Oh, was ist sie hier? Hallo. Warrior Trophy. Accept. Sie accept, ja, seit wir ja auch gerade. Achso, warte mal, was hören sie eigentlich von uns? Oh. Creators wants, also, ja. Das können wir vielleicht später mal ausprobieren. Genau. Vorher holen wir uns. The Brave. Errungenschaft freigeschaltet. Nehmen wir gleich mal das nächste. Ja. Ja, wir müssen nach unten. Wir müssen Jotel-Sachen scannen. Was hast du das Geld gekriegt? Boomerang. Ja. Nice. Was gab's für dich? So eine Karte. Nichts Geiles. Auf jeden Fall müssen wir jetzt Jotelkram scannen. Also wir können uns ein Fischdorf suchen unter der Ausrede, dass wir jetzt Sachen scannen müssen. Das. Ey, guck mal hier. Da haben wir einen Punkt jetzt. Ja, das jetzt. Genau. Der ist jetzt drin. Das ist das, was wir gefunden haben. Oh. Der fällt auf der Stelle auf und abgetanzt. Nee. Lady, wir kommen später vielleicht nochmal zu Ihnen. Ich frag mich, was da der Endgegner ist, Alter. Das ist jetzt gerade Neuland für uns. Da bin ich ja schon ein bisschen aufgeregt, muss ich mal sagen. Muss ich ja mal sagen. So, Dura-Stil haben wir, damit können wir bestimmt auch was upgraden. Ja, wir haben es verstanden. Wir haben es verstanden. Ich teste gerade aus, wie oft ich dem Ding ausweichen kann. Natürlich machst du das. Wollen wir eigentlich jetzt mal gleich im Anschluss Dreadwing versuchen? Können wir gleich probieren, ja. Ich denke, wir haben zwar immer noch keine Chance. Ich auch, aber wir sind jetzt beide Männer, haben wir jetzt schon mal Schusswaffen. Ja. Wenn er uns wegrasiert, ist ja nur halb so schlimm, weil wir ja kein Inventar bei diesen Kämpfen verlieren. Ja. Ich finde deine Maske immer noch voll geil. Okay. Okay. Ich hätte aber gerne, erinnerst du dich noch an diesen coolen Hut, den ich hatte, wo es aussah, als hätte ich drei Köpfe? Ja. Den gab es ursprünglich mal in dem Dungeon. So. Pinguine sind wegrationalisiert. Zeit zum Schlafen. Ich meine, Schlafen eingeleitet. Geil. Das habe ich nie ausprobiert. Sock Madden ist der alte Skiller. Das macht er nur, weil er weiß, wer springt hier runter und zu gucken, ob da was ist. Kammerbanga! Ach, kann man gar nicht. Gar nichts. Eine Alpha-Wand ist da. Schade. Der Hintergrund sieht super geil designt aus. Auf jeden. Was denn? Wenn du auf X drückst, achso, dann wechselt. Aha. Dann wechselt da oben die Reiter. Das habe ich dir letztes Mal erklärt. Nee, ich dachte, damit wechselst du die Felder nur. Das habe ich missverstanden. Oh. Nice. Ich sehe. Hast du trainiert, junger Setron? So. Woo! So. Okay, heil. Manche haben aber auch echt eine fiese Hitbox. So wie der da? Ja. Alter, hör auf uns zu unterwandern, Mann. Uncooler Pinguin. So. Nice. Oh. Vorsicht. TPD steht zu mir. Ja. Überlebe. Überlebe. Mach ich doch. Aber du musst mal kommen. Ich höre dich schon. Nice. Wo ist er hin? Da oben. Alter. Überlebe. Jo. Nein.
der kleine Mischka kam gerade an und wollte mit mir spielen. Ich laufe. Ich bin da. Ich komme zu dir. Kannst du mal aufhören wegzulaufen? Nein, meine Lebensanzeige ist fast... Ja, aber dann ist das Problem ist, wenn du wegläufst... komm runter. Ja. Yep. Weil wenn du wegläufst, regeneriert er sich nämlich, weil der außerhalb meiner Reichweite ist. Ah, alles klar. Eine, zwei Sekunden. Eins, zwei. Also du kannst immer so vor und zurück abwechselnd machen. Und dich heilen. Ja. Vorsicht! Oh, das war knapp gerade. Alter! Hier unten hat er uns gerade nicht getroffen. Doch, mit den Schüssen. Ja. Jonathan hat sich getroffen und er hat einfach einen Doppel-KO. Ja, wir waren super sicher da unten. Definitiv. Okay, ich bin dafür, dass wir einfach zum Hammerplaneten erstmal gehen, weißt du? Ja. Wir haben ja jetzt auch genügend geschafft. Also nicht für die Aufnahme, aber erstmal für den Moment. Oh, für die Aufnahme haben wir 2 Stunden rausgehauen. Nee, noch nicht mal. Oder? Doch, könnte schon sein. Ich könnte noch so ein paar Sachen machen. Der Kater wieder am Eskalieren. Was überlegst du? Ich habe gerade nur auf die Uhr geguckt. Ja, ich finde, du hast eine SMS geschrieben. Nein. Scheiße. Was? Ich dachte, wir hätten vielleicht noch Platz für mehr Fälle, aber ich gucke hier runter und sehe. So, kriegen wir doch noch ein Feld hingesetzt. Ja, aber es sieht irgendwie scheiße aus. Ich gehe einfach hier rüber. So. Dann gehe ich noch ein bisschen hunten. So. Hier ein guter Alternate Outpost. So. Weißt du, worüber ich mal nachgedacht habe, so Verschwörungstheorien. Ja. Und diese ganze Area 51 Alien-Sache. Ja. Also sagen wir mal, es ist wirklich eine UFO abgestürzt. Ja. Und sagen wir mal auch, da war ein richtiges Alien da, ja? Ja. Die verfügen über die Technologie, durchs Weltall zu fliegen. Denkst du nicht, dass die auch sowas wie ein Ordnungsgerät gehabt hätten? Denkst du nicht, dass derjenige, der in diesem UFO saß, vielleicht auch Vater oder Mutter war und man hätte ihn gesucht? Ja. Oder dass sie, ich meine, selbst wenn die abgestürzt wären, hätte das Ding sicherlich auch eine Schutzfunktion. Und ja, oder vielleicht sind das so, weißt du, damals hatten die doch so Cyanidkapseln im Mund. Ja. Also in den Zähnen. Vielleicht hätten die Aliens da sowas auch. Das ist eine gute Frage. Ich frage mich immer, warum Verschwörungstheoretiker sowas nicht mit berücksichtigen. Das soll nicht heißen, dass kein UFO abgestürzt ist und ein Alien dabei war, sondern heißen, dass da einige Sachen echt ungeklärt sind. Das auf jeden Fall. Aber irgendwie interessiert das immer die Verrückten nicht. Ich weiß auch nicht warum eigentlich. Ich finde es manchmal echt ganz witzig. Wenn man über was Verschwörungstheorien? Ja, was für Verschwörungstheorien es generell gibt. In bestimmten Maßen. Früher fand ich es auch lustig, aber wenn du immer wieder hörst, die Regierung dies und so weiter, ja, irgendwann ist es echt nicht mehr lustig, sondern nur noch anstrengend. Und irgendwann auch peinlich. Ja, also auch die Erde ist flach. Und man macht uns nur vor, warum sollte uns jemand...